einfach nur noch so hoch und dann reicht das doch eigentlich. Ich wollte ja eigentlich hier in dieser Aufnahme das mal hinkriegen, ein Pferdchen zu suchen, aber das Problem ist, jetzt habe ich die ganzen Crafting oder das Crafting-Rezept nicht für die, na wie nennen sich diese Dinger, für das Seil, womit man das Pferd dann führen kann. So wollte ich das ausdrücken. Das Crafting-Rezept habe ich jetzt gar nicht mehr. Wollte ich mir eigentlich vorher raussuchen, bevor ich die Aufnahme beginne. Habe ich natürlich ganz toll nicht geschafft. Und deswegen machen wir es doch nicht in der Aufnahme, weil es wahrscheinlich sowieso ein wenig länger dauern würde. Und wenn ich das mache, dann wollte ich die Aufnahme auch schon etwas länger durchziehen. Und da es momentan relativ schwierig bei mir ist, weiß ich nicht, wäre die Idee wahrscheinlich sowieso käsig. Kommt der jetzt weg oder wollen wir den da lassen? Na, so. Das ist so blöde wegen dem Kies. Weil das da jetzt nicht so knickt. Somit hätten wir jetzt hier so ein kleines dickeres Häufchen. Na gut, auch nicht schlimm. Und dann können wir das doch im Endeffekt einfach mal kurz hier rüberziehen. Zack, zack. So. Wieso ist hier eigentlich das mit dem Wasser? Ich verstehe das irgendwie nicht, warum da Wasser ist. Wer zum Geier hat da Wasser eingetan? Ich war noch nie der Meinung, dass da jemals Wasser war. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil ich diese Ecke hier vorne nie geprüft habe und nie geguckt habe, was hier sonst sich so noch so befindet. Was für geheime Schätze hier noch verborgen liegen. Aber an sowas hatte ich jetzt nicht gedacht. Oder zieh es lieber ganz rüber, zieh es ja auch noch lang. Hier noch hin. Und da noch hin, so bis zum Holzblock. Das mache ich dann hier am besten auch noch. Zack. Und zack, hier bis zum Holzblock rüber. Und dann ist es, glaube ich, ein bisschen einheitlich, oder? Finde ich. Oder wie meint ihr das so? Und ich hoffe, hier ist genug Platz. Was ich denn hier noch machen werde, ist... Habe ich Holz mit? Ja. Dann kann ich nämlich gleich, wenn ich hier mit den Dingern bin... Da muss ich nämlich hier noch was hinstellen, wo das Pferd dann rankommt. Das passt sogar genau bis oben hin. Und das müsste ich dann da vorne auch tun. Das heißt, das würde ich dann genauso hier noch machen. Da muss ich auch mal wieder gucken, ob ich den genau drin klappe. Und das würde dann da hinkommen. Da reicht mir jetzt natürlich das... Ah, doch. Habe ich eine Werkbank? Mist. Mist, Mist, Mist. Ich habe natürlich hier keine Werkbank stehen. I. Und da muss man dann die Pferde dann ranbinden. Die kann man dann da so ranbinden und dann bleiben die da drin stehen. Das ist sowieso so ein kleiner, sehr provisorischer Stall, den wir uns da entwickelt haben. Nichts Halbes, nichts Ganzes, auch nichts gerade Besonderes in dem Sinne. Aber hey, das ist doch nur so ein kleiner Pferdestall. So, Werkbank brauche ich, genau. Und dann machen wir uns jetzt noch ein paar Stickies. Ich weiß nicht, wie viele. Machen wir es so. Und dann können wir nämlich noch hier ein paar Zäune machen. Zack, zack, zack. So, da haben wir 30 Stück. Reicht. Ich baue das jetzt eigentlich nur noch dafür, dass ich hier so ein bisschen die Dinger ziehen kann. Sozusagen die Markierung, wo ich dann die Pferde sozusagen rein... andingsen kann, anbinden kann, dass sie mir nicht weglaufen. Eigentlich dient es ja nur dafür. So, zack. Und zack. Ist eigentlich auch gar nicht so problematisch, dass ich das gar nicht ganz hinten rankriege, denn eigentlich hätte ich das ja auch ganz gern da dran. Macht aber nichts, dass es nicht geht. Ist nicht gerade schlimm. Dann stehst du halt so ein klein wenig ab, aber macht nichts. Und was ich ja mal ausprobieren kann, ich habe doch mit Sicherheit Weizen. Da kann ich doch am besten gleich schon mal hier die Weizen, diese Strohballen sozusagen, craften. Die kann man ja craften mit Weizen. Weizen, Weizen, wo mir hier Weizen gab. Ach, das ist ja hier Essen. Da oben. Ein Weizen noch. Komm, dann müssen wir kurz... Ich hoffe, da ist schon Weizen nachgewachsen. Dann holen wir uns kurz ein bisschen Weizen vom Feld. Und dann können wir nämlich schon anfangen, da ein paar Strohballen zu machen. Und dann können wir die ja schon mal hinsetzen. Und das wäre doch, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Das Weizen ist ja schon schön wieder nachgewachsen. Da holen wir uns noch mal ein bisschen was von hier.
Und dann können wir schon mal ein paar Strohballen craften und dann können wir die ja schon hinsetzen. Und wenn unser Pferdchen dann gleich kommt, oder Esel, man kann sich auch, wir können uns auch einen Esel holen. Obwohl momentan bin ich eher scharf darauf, ein Pferd zu haben als ein Esel. Nur mal so ganz vorne weg. Aber falls es bei dem Pferd wirklich problematisch werden sollte, denn wir müssen wirklich, um diese neu generierten oder gespawnten Tiere zu finden, müssen wir wirklich in eine ganz neue, ja, in einen ganz neuen Schank gehen, der wirklich ganz komplett neu geladen wird, damit auch wirklich da diese Funktion sozusagen verwendet wird von dieser Version hier. Damit wir wirklich Pferde finden, denn die finden wir wahrscheinlich leider nicht hier in diesen vorherigen Chunks. Was relativ doof eigentlich ist, was eigentlich eher eine schöne Sache wäre, wenn das so möglich wäre. Aber leider wird es nicht der Fall sein. Und das heißt, wir müssen einen ganz neuen Chunk latschen und wirklich dann da die... oder da nach den Pferden Ausschau halten und die dann da halt suchen. Oder halt auch Esel, was auch immer, das ist das Problem. Und unser Miezi sitzt noch da. Hallo Miezi. So, und dann gehen wir mal kurz zur Werkbank und dann machen wir uns noch mal ein paar Heuballen fertig. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann werden die nämlich so gecraftet wie ein ganz normaler Block. Zack. Nehmen wir uns erstmal 4 mit. 1, 2, 1, oh. 1, 2, 1, 2. Zack, das reicht. Ein bisschen Weizen können wir noch aufbewahren. Hätte man jetzt auch gleich in die Kiste da tun können, aber was soll's. Und dann können wir die ja schon mal hinstellen. Und wenn die Pferde dann kommen, oder der Esel, oder was auch immer, weil es ja kein... Je nachdem, wofür wir... Ja, was wir kriegen sollen, was uns der liebe Gott geben möchte. Das werden wir dann kriegen. Und dann kann ich ja zum Beispiel die da so links und rechts immer. Und hier genauso. Links und rechts. Was ich jetzt mal am liebsten machen würde, ich stelle mal hier eine Werkbank. Ich würde ja hier noch irgendwo eine Werkbank gerne stehen haben. Können wir sich hier am besten noch eine Werkbank hinstellen? Wo würde die sich denn hineignen? Eigentlich ja irgendwie blöde in so einem Stall, ne? In so einem Stall eine Werkbank zu stehen zu haben, ist ja schon ziemlich... Wäre ja auch schon ziemlich komisch, ne? Und dann müssen wir es wohl doch drin machen, weil jetzt können wir schon wieder schlafen gehen, denn es wird schon wieder dunkel. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Vergnügen, jetzt hier mit irgendwelchen Creepern hier irgendwie überfallen zu werden. Hallo Mizis. Ihr seid auch schon wieder da, das ist schön. Miau, miau, miau. Da unten sind schon die ersten Zombies. Skelette. Und es regnet. Und es regnet. Und jetzt werden wir nass. Von oben und von unten. Ha, es hört schon wieder auf, das ist nett. So, ihr blöden kleinen Mistviecher. Wir sind auch genau auf dem Weg gleich hierher. Mir ist mal aufgefallen, dass das jetzt mittlerweile so schlimm mit den Zombies ist. Dass die mittlerweile, ist aber eigentlich meine Maus umgekehrt. Ja, ist umgekehrt. Ich bekomme das Ganze so komisch vor, weil ich auch mit in letzter Zeit ein bisschen rumgespielt habe. Also nicht in Einstellungen, sondern andere Spiele. Mittlerweile bin ich jetzt gewohnt, wirklich auf dieses Hoch und Runter. Und jetzt gehst du mal weg hier von mir. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Schlimm, dass man von diesem angefallen wird. Und mittlerweile tauchen die wirklich in ganzen ekelhaften Gruppen auf. Das ist ganz, ganz, ganz widerlich. Und was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte mir eine Werkbank hinstellen. So. Und nun, was wollte ich dann machen? Ich habe meine Planung schon ganz vergessen. Da muss ich erstmal in die Sonne gucken. Ein wenig die Sonne genießen. Und vielleicht dann komme ich dann wieder auf meinen... Ja, auf meinen Punkt, was ich wollte. Alter, bin ich jetzt bescheuert? Was wollte ich denn jetzt gerade tun? Ich wollte auch gerade... Ich muss nochmal zum Stall gehen und selber gucken. Ich... Eine Werkbank hatte ich stehen. Oder ich wollte eine Werkbank hinstellen. Was wollte ich dann machen? Also ich bin irgendwie echt zu blöde jetzt, das Ganze sogar vergessen, was ich jetzt wollte. Und da unten liegt noch ein XP-Pobel. Den können wir mal mitnehmen. Pobel. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Kreation vom Menschen. Nicht? Übrigens kann ich meinen Weizen jetzt auch mal wieder da hinten rein. Ne, da oben war Weizen.
Weizen kommt hier oben hin. Und ich muss schon gleich wieder Happy Happy machen. Wir können auch in der Zwischenzeit uns eigentlich auch gleich unser Feld da hinten nochmal auffüllen. Das wollen wir eigentlich auch nicht so stehen lassen. Oder hatte ich jedenfalls nicht vorgehabt. Krab, 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 krab. Na komm, dann gehen wir mal kurz zu unserem Feldchen da hinten hin und dann füllen wir das nochmal auf. Dann kann das wieder nachwachsen. Und machen und tun. Hui, juppidu, hallo Kühe, hallo Schafe. Und ich hatte jetzt auch mal letztes Mal gefragt, in der letzten Aufnahme, wenn ich mich nicht ganz täusche, wie das jetzt eigentlich ist mit dem Offscreen-Erde-Klatschen, was ihr da so von haltet. Ich hatte jetzt auch schon die Meinung dazu bekommen, dass ich es Offscreen machen soll. Aber ich habe mir noch was anderes überlegt, und zwar, dass ich das vielleicht doch nicht komplett Offscreen mache, sondern das halt so ein klein wenig verschnellere, sodass ihr es trotzdem seht. Alter, was hakt das? Na gut, ich bin im Hintergrund noch am Rennen und gleichzeitig hochladen. Daran wird es wohl liegen. Das ist so ein bisschen stockt hier. Aber was soll's. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ich mache es vielleicht doch nicht komplett offscreen, sondern werde euch da so ein klein wenig teilhaben noch. Und zwar werde ich die Folge einfach dann ein wenig verschnellern. Sodass wir es aber trotzdem noch hinkriegen mit dem... Oh, das war schon... Nee, doch nicht da. Aber so, dass wir trotzdem wenig vorankommen, denn ich denke, das wird sich unnötige Folgen ziehen. Denn ich habe euch ja gesagt, glaube ich... Ach nee, hier kommt ja gar nichts rein. Hier muss da noch Melone rein. Hier müsste ich mit meiner Feldspitzhacke nochmal durch. Wie sieht das halt da hinten so komisch aus? Ich denke mal, da hinten ist irgendwie eine Brücke oder irgendwie so ein komisches Loch. Aber ist er hier gar nicht. Das ist einfach nur so ein kleiner Ladefehler. Ja, habe ich mir überlegt, ich mache das nicht komplett offscreen, sondern ich werde euch noch so ein bisschen teilhaben und es einfach ein klein wenig verschnellern. Ich glaube, da hat auch keiner was gegen. Dann müsste ich einfach mal theoretisch mal die Aufnahme starten, wo ich dann einfach mal die ganze Erde klatsche. Das Problem wird einfach nur sein, wir haben so viel Erde, glaube ich, gar nicht. Haben wir hier so viel Erde noch im Lagerhaus? Was sagt uns das Lagerhaus? Na gut, das Lagerhaus sagt uns, wir haben noch ein paar Stacks Erde. Es könnte aber trotzdem, glaube ich, ziemlich knapp werden. Ich glaube, das muss ja alles zu hier. Komplett. Wirklich das alles, was ihr hier seht, soll ja wirklich zu sein. Es soll ja wirklich alles komplett weg. Das kann ja heiter werden. So, ich werde jetzt mal die paar restlichen Samen jetzt hier wieder zurück. Ach, von wegen, wir haben keine Samen mehr. Guck ich mal, wie viele Samen wir noch haben. Das werden immer mehr. Weizen. Kann da oben wieder hin. Kommen wir da oben wieder hin. Dann haben wir noch 24 Weizen. Können wir uns auch bald noch ein bisschen Brot rausmachen, was wir dann noch machen wollen und tun. Cobblestone. Ich guck mal kurz nach Cobblestone. Haben wir da. Dann können wir doch eigentlich auch unter Umständen. Ich will mal kurz gucken. Vielleicht funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht auch nicht. Schaufel ist fast hinüber. Können wir doch eigentlich auch hier Cobblestone ziehen. Also auf jeden Fall wieder so außenrum, wie wir das hier vorne bei den anderen Sachen schon gemacht haben. Beziehungsweise bei den anderen Wegen haben wir immer so ein bisschen Cobblestone nach außen rum gezogen. Können wir ja hier nicht auch machen. Wäre ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Als nur so einen läppischen Kiesweg, ich weiß es nicht. Ich mach das einfach mal. Einfach mal so gucken, wie das so aussieht, wie das so wirkt. So, dann müssen wir hier rum, darum, 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 darum. Und wenn das dann hier vorne endet, ist es... Das mit dem Wasser ist aber wirklich schon so ein bisschen hinderlich. So, und dann machen wir das, glaube ich, hier genauso wieder zurück. Das wird da mit dem Dings lang gehen. Es war klar, dass mir da jetzt die Schaufel versagt, aber ich mache das einfach jetzt mal trotzdem weiter. Nee. Dann müssen wir noch bis da vorne. Gut. Und hier ist es gar nicht so schlimm, denn hier können wir es einfach so zubauen. Hier macht uns das Wasser nämlich gar nichts. Das Kies würde ja immer so blöde durchrutschen. Aber das tut es ja hier zum Glück nicht. Der Cobblestone lässt mich davon. So. Dann ziehen wir uns einfach mal hier so lang. Ich denke, das ist eigentlich so eine ganz schöne Sache. Mit dem Cobblestone das Ganze so ein bisschen, ja, abzuranden sozusagen. Dass der Kiesweg so ein bisschen da, ja, eingeschlossen ist. Also es halt so ein bisschen angenehm zugepflastert ist. Ich finde das immer ein bisschen schöner. Als so einen ganz langweiligen Kiesweg. Ich weiß das nicht. So, zack.
Ja, im Endeffekt sieht man jetzt den Unterschied sowieso nicht so Bombe. Bei diesem Standard Texture Pack, Texturenpack. Mittlerweile heißt es ja nicht mit Texturenpack oder Texture Pack, wie man das jetzt mittlerweile kennt, sondern Resource Pack oder irgendwie so komisch. Seit der neuen Version. Da wollten sie uns das Wort Texture Pack nicht mehr gönnen, da haben sie es einfach jetzt mal Resource Pack genannt. Einfach mal aus dem Grund, ich weiß es nicht, das ist der Witz in der ganzen Sache, ich weiß nicht, warum sie es getan haben, was jetzt, Alter, was jetzt der Unterschied in diesem Wort großartig sein soll, was sie damit bezwecken wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es ja jetzt hier seit der 1.6 nicht mehr Texturenpack. So ist es, wir wollen das ja auch nicht gleich richtig benennen, wenn wir schon davon reden. So, da kommt was Riesen wieder rein. Alter, diese Ruckler. Das ist natürlich nicht so einfach. Mein PC, obwohl mein PC eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wenn ich mir jetzt das so vorstelle, mit dem alten könnte ich wahrscheinlich nicht, hätte ich wahrscheinlich niemals rendern können und noch so flüssig aufnehmen können in dem Sinne. Das ist, hätte man beim alten nie zutrauen können. Aber die Zeit hat jetzt ein Ende. Jetzt steht er ja hier. Was hat. Ja, deswegen hakt das auch so rum. Guck mal hier, die Erde. Zack. Aber ich werde die Aufnahme ja auch gleich schon wieder stoppen. Das wird ja da nicht so eine lange Aufnahme, wie schon gesagt. Und wieso hängt hier ein Cobblestone? Ach, das ist so richtig, genau. Ich wollte schon sagen, habe mich schon ein bisschen irritiert gefühlt, wieso das schon Cobblestone ist. Ja, ist ja richtig. Ist ja alles in Ordnung. So, dann setzen wir hier die restlichen Dinger hin. Und dann haben wir den Weg nämlich auch sozusagen vollständig. Haben wir doch wieder einen Doppelweg. Obwohl ich erst überlegt hatte, machen wir uns einen einzelnen Kiesweg. Aber ich stehe jetzt nicht so auf einzelne Kieswege. Es kommt irgendwie so komisch, läppisch, einfach rüber. Wir machen uns auch lieber wieder einen ganz normalen Doppelweg, Zweierweg. Und jetzt insgesamt Viererweg. Und dann sieht man noch ganz genau, wie es zum Stall geht. Und da können wir natürlich auch nicht auch hier, wenn wir wollen. Obwohl das wahrscheinlich komisch wirken würde. Obwohl, wir können das ja mal ausprobieren. Wenn wir hier einfach mal so ein bisschen so machen, den hier. Und dann können wir es ja, wenn wir es wollen, ja auch noch mit Cobblestone hier ausfüllen. Obwohl das wahrscheinlich dann sehr merkwürdig aussehen wird. Auf jeden Fall das, was hier vorne betrifft. Alter, diese Lags jetzt hier. So, du kommst mal wieder weg. Hallo, Minecraft. Was machst du mit mir? Doch, ich finde, so kann man das machen. Hier geht das dann so zum Hauptweg. Und dann geht hier einfach so ein kleiner Weg noch so nebenbei. Finde ich gar nicht so schlimm. Doch, so lassen wir es einfach mal. Das finde ich schon ganz gut. Dann haben wir soweit die Heuballen da hinten. Die lassen einfach auch mal da so 2-2, 2-2. Je nachdem, was wir sowieso kriegen, wir können da sowieso Pferde und Esel, können wir ja eh jeweils, glaube ich, nur eins nehmen. Das heißt, da müssten wir unter Umständen wahrscheinlich sowieso zweimal laufen, was eigentlich auch ganz interessant wird. Und es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Das heißt, wir werden uns mal wieder auf den Rückweg machen. Unser Stall ist jetzt eigentlich komplett. Und da würde ich sagen, es werden in der nächsten Aufnahme wirklich uns dann mal die Mühe machen. Und wirklich losziehen in ein ganz komplett neu generierten Chunk, damit wir auch wirklich da die Gewissheit haben, dass da wirklich Pferde oder halt auch Esel spawnen, je nachdem, wovon wir halt Glück haben, was wir halt kriegen. Ja, und dann werden wir da einen von denen mitnehmen. Wenn wir natürlich Pferde zuerst finden, dann kommt natürlich zuerst ein Pferd mit. Sollten wir halt die Schwierigkeiten haben, irgendwie Pferde zu finden, dann müssen wir halt uns halt erstmal mit einem Esel vergnügen. Halt so ein Gaul. Einfach nur so ein Gaul. Hauptsache, wir haben hier irgendwas. Müssen wir halt sehen, wie es halt kommt. So, je nachdem, machen wir das dann auch entweder halt ein Pferd oder halt ein Esel. Man kann die auch irgendwie benennen. Man gibt es da, glaube ich, Seite 1, da kann ich gar nicht nachgucken. Jetzt, glaube ich, Seite 1.6 gibt es auch irgendwie so eine Namensschilder, die man dann halt benennen kann. Und die können wir dann irgendwie mit dem Tier in Verbindung bringen. Ich weiß das nicht, irgendwie so müsste das möglich sein. War eine ganz interessante Sache, aber das machen wir, wie gesagt, alles in der nächsten Aufnahme. Ich gehe mal raus dafür. Ich beende die Aufnahme jetzt nicht mal drin, ich beende die Aufnahme mal wieder draußen. Ich finde das draußen irgendwie schon viel schöner. Und dann beenden wir mal hier die Aufnahme und dann sage ich schon mal wieder Tschüss. Danke fürs Zuschauen, auch wenn die Aufnahme jetzt wirklich nicht großartig lang war. Aber das funktioniert leider nicht anders, aber bald geht es dann wieder los. Dann kommen hier wieder richtig lange Aufnahmen.
Und dann klappt das auch ganz gut. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme versuchen wir uns dann mal wirklich in einen komplett neu generierten Chunk zu begeben, um dann auch unser Glück zu versuchen. Und wenn wir da Pferd oder Esel, was wir da halt auch kriegen mögen, dann mit hierher zu bringen. Und wie gesagt, das dann wirklich erst in der nächsten Aufnahme von Minecraft. Bis dahin, macht's gut und ja, danke fürs Zuschauen. Also, bis bald.